Wo glaubst du? Die Tage habe ich mich total verfranzt. Ja, und zwar mit meinem Auto, also verfahren. Und das passiert mir an für sich nie, ne? Noch nicht mal zu Fuß. Ja, ich verfürchte eigentlich über so einen eingebauten Kompass gehen. Ja, ich glaube, ich habe mich erst ein einziges Mal verlaufen. Ja, und zwar war das in Bad Pyrmont. Mein Gott, ist das eine unübersichtliche Stadt, ne? Mit ihren Ortskern da und die Stadtteile drumrum. Oder war das Bad Salzuflen? Naja, aber... Aber ansonsten kannst du mich aussetzen, wo du willst. Ich finde immer nach Hause. Wie so eine Brieftaube, ne? Oder war das Bad Orb gewesen? Naja, egal. Ich bin auf jeden Fall noch in so eine Generation groß geworden, wo man noch gelernt hat, die Zeichen von der Natur zu deuten. Ja, zum Beispiel Finger anlecken, weißt du, und in der Luft halten, damit man weiß, von wo der Wind bläst. Oder auch, wo steht die Sonne und in welche Himmelsrichtung liegt dann Süden. Ne? Also, so Sachen. Ja, an dem besagten Tag wollte ich an für sich nach Aachen. Ja, da war ich noch nie, ne? Und dann haben wir alle immer gesagt, Herbert, Aachen ist so schön, da muss ich mal hinfahren. Ist ja auch gar nicht so weit. Bist du schnell da und wenn es dir nicht gefällt, bist du auch schnell wieder weg, ne? Ja, aber und dann haben sie auch alle immer geschwärmt von der Aachener Printen. Ja, und dann wollte ich mir die Printen mal angucken, ne? Ich interessiere mich ja für historische Architektur, ne? Auf jeden Fall, ich war so unterwegs nach Aachen und war erstmal ganz beeindruckt von der Landschaft, ja, die so an der Autobahn lag. Ich höre mal, richtig bergig, dicht bewaldet. Ich denke, mein Gott, das sieht ja fast so schön aus wie im Hochsauerlandkreis. Nee? Ich denke, guck an, der Aachener weiß zu leben. Ja, und nach 2 Stunden dachte ich, jetzt muss Aachen aber auch mal langsam ausgeschildert sein. Ja, hör mal, so eine schöne Stadt, ne? Ja, die ganzen Käfer hatten sie schon alle angeschlagen. Minden, Brilon, Werl, Marsberg, ne? Ja, nur Aachen nicht. Ich denk, ist das eine Intrige vom Straßenverkehrsamt? Oder drehen die ja gerade, verstehen Sie Spaß? Weißt du, mit einem, der nichts mitkriegt. Ja, ich drehe mich um, aber da war keiner mit einer Kamera im Auto, ne? Und so 12 Kilometer vor Kassel kam ich aber im Zweifel, weil immer noch nicht Aachen Zentrum stand. Ja, und da habe ich den Navi angemacht. Normal setze ich den nur ganz sparsam ein, weil ja, da muss man aufpassen, ne? Ja, mit so Geräten kann man sich auch den Orientierungssinn kaputt machen, ne? Ich tippe da so Aachen ein, da gibt er mir als Entfernung vom Zielort 342 Kilometer an. Ich denke, siehste, wenn du die Scheißdinger brauchst, funktionieren sie nicht, ne? Ja, aber den Mensch kann man nicht einfach ersetzen mit seiner intuitiven Logik und seinem Riecher. Ja, da habe ich einfach die nächste Ausfahrt genommen und gedacht, jetzt benutzt mal deinen Supercomputer, Herbert, dein Gehirn. Und was soll ich sich sagen? Ein paar Minuten später war ich in Kassel. Auch interessant, ne? Obwohl die keine Printen haben. Dafür aber Kassler, ne? Ja. Ja, muss ja nicht immer Architektur sein, was einen an der Stadt reizt. Also wenn Sie da mal hinwollen, nach Kassel, immer Richtung Aachen. Nee, aber... Ja. Ja. Aber... Okay. Aber lassen Sie den Navi aus, sonst fahren Sie noch falsch, ne?